So, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video und heute auch wieder mit einem Special Guest am Start. Und wir haben heute auch schon den ganzen Tag wirklich ganz fleißig Videos abgedreht. Draußen hat es circa 35 Grad und wir haben tatsächlich für das Mentoring-Programm neue Videos abgedreht zum Thema Mitarbeiterakquise. Das heißt, wie kann ich für ein Unternehmen Mitarbeiter generieren? Und dazu muss man sagen, der Florian ist auch bei mir aus dem Coaching. Er hat in kürzester Zeit auch in 3 Wochen eben sehr, sehr gute Resultate gehabt, hat mich dann auf Facebook angeschrieben und hat mir mal so ein bisschen seinen Funnel gezeigt, wie er für Mitarbeiter eben die Neukunden generiert und wie er dann letztendlich die auch für Social Media Betreuung upsellt. Und deswegen habe ich gesagt, komm Florian, komm mal bei mir vor Ort vorbei ins Büro. Wir nehmen mal auch für die ganze Community oder auch für meine Leute aus dem Mentoring-Programm nochmal das Ganze auf, halten es als Content fest. Und yes, genau deswegen ist er heute hier und genau deswegen haben wir das heute auch so gemacht. Und deswegen, Florian, vielleicht mal ganz kurz, du bist jetzt 3 Wochen bei mir Mentoring, vielleicht mal so ganz kurz ein paar Zahlen, Fakten, Daten, was jetzt so gegangen ist bisher. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Flo, ich bin aus Österreich heute nach Bad Tölz gekommen. Lange Anfahrt, es war super heiß, aber ja. Wir haben letzte Woche, hat mich Max dann angerufen, ob wir zusammen ein paar Videos aufnehmen können für das Mentoring-Programm, wie ich arbeite, wie ich meine Kunden finde und das vielleicht weitergeben kann an andere Personen, vor allem auch im Mentoring-Programm, damit auch diese damit arbeiten können und hoffentlich auch Erfolg haben. Genau. Und was waren jetzt selber so bei dir die Resultate? Also wie bist du jetzt momentan so im Start, was Kunden angeht und so weiter? Also ich bin jetzt seit 3 Wochen im Programm. Da ist richtig viel Material drin in dem Mentoring-Programm. Es geht wirklich nach vorwärts. Super motivierend. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen mehrere Kunden gefunden, gesucht, vor allem in der Mitarbeiterakquise, da ich schon selbstständig bin, schon seit über 10 Jahren und ich sehr viele immer schon die Mitarbeiterakquise als besonders interessantes Thema gefunden habe und vor allem gerade über Social Media Mitarbeiter zu finden, ja, noch interessanter. Und hier habe ich schon mehrere Kunden gefunden oder betreue ich momentan bei manchen Kunden sogar nicht nur die Mitarbeiterakquise, sondern auch die Social Media Betreuung als Upselling Produkt bekommen. Absolut, also das ist echt wirklich ein sehr, sehr cooler Bereich, diese Mitarbeiterakquise für Unternehmen. Ich selbst lese eigentlich beispielsweise auch gar keine Zeitung, aber ich habe letztens von der IHK eine Zeitung hier auf dem Tisch liegen gehabt und dann stand fett vorne drauf, 60% der Unternehmen in Bayern suchen Mitarbeiter. Und ich rede auch öfter mal mit kleinen Unternehmen, und die sagen zu mir dann, okay, sie haben kein Marketingbudget. Wenn ich dann nachfrage, wo steckt ihr denn euer Marketingbudget rein, sagen die halt teilweise, ja, sie geben irgendwie 1.000 bis teilweise sogar 4.000 Euro für Stellenanzeigen in der Zeitung aus. Und du kannst es ja vielleicht mal kurz selber sagen, die Resultate zwischen Zeitungswerbung schalten und zum Beispiel online jetzt Mitarbeiter generieren, ist ja wirklich richtig crazy, oder? Ja, also der Unterschied ist richtig groß und das merken jetzt, es merken immer mehr Personen, ja, oder immer mehr Unternehmen, denn sie haben einfach keinen Erfolg, wenn sie über die Stellenanzeige, über Online-Jobportale oder vor allem über Zeitschriften, über lokale Zeitschriften aussenden. Es kostet richtig viel Geld. Die Unternehmen können nicht nachmessen, wie viele Personen haben denn das gesehen. Sie haben einen enormen Streuverlust. Und mit Social Media kann man ihnen natürlich extrem gut weiterhelfen, vor allem auch ihnen zeigen, wie viele Leute haben denn das Ganze gesehen. Man kann die Zielgruppe für das Unternehmen, für die Zukunft auch aufbauen und das ist ein enormer Schritt für die, ja, Unternehmen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also man kann hier auch mit viel weniger Werbebudget bessere Ergebnisse erzielen, also deutlich bessere Ergebnisse, wie auch in der Zeitung. Man hat nicht so einen Streuverlust, man kann genau die Leute ansprechen, die man letztendlich auch braucht oder auch die das Unternehmen braucht. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also da hat man dann einmal natürlich sehr gute Resultate, vor allem auch du. Ich habe vorher mal ein paar Zahlen gesehen, die Resultate sind wirklich sehr, sehr gut, was das angeht. Und dementsprechend kann man diesen Unternehmen dann danach eben auch noch eine weitere Dienstleistung verkaufen. Also das ist auch sowas, was ich
beispielsweise in meinem Coaching-Programm, in meinem Mentoring-Programm ja so ein bisschen beibringe. Wie generiert man am Anfang Kunden? Immer mit irgendeinem Modell, zum Beispiel jetzt für ein Fitnessstudium Bewerbungsfunnel oder zum Beispiel Mitarbeiterquise für ein Unternehmen, wo man sehr, sehr gute Resultate erzielt. Und dann kann man hingehen oder die Unternehmen kommen von selbst schon auf einen zu und sagen, hey, das hat so gut funktioniert mit dir, wir müssen unbedingt miteinander zusammenarbeiten auf langfristige Sicht. Und dann kannst du denen beispielsweise danach Social Media verkaufen oder eine Social Media Dienstleistung anbieten. Einmal, weil sie natürlich das Vertrauen in dir haben, plus du bringst ihnen natürlich einen riesen Mehrwert, wenn du zum Beispiel, eigentlich egal für welches Unternehmen, Social Media machst. Du wirst dadurch messbar mehr neue Kunden generieren, auch Mitarbeiter generieren, Reichweite generieren. Und eins dieser drei Sachen braucht dein Unternehmen immer und dementsprechend funktioniert das eigentlich immer so ganz gut. Wir machen es immer so, dass wir sowas wie Mitarbeiterquise oder den Bewerbungsfunnel, wie gesagt, am Anfang anbieten, um die Unternehmen wirklich zu überzeugen, dass wir gute Resultate erzielen können, weil es gibt natürlich auch viele Marktschreier sozusagen auf dem Markt. Es gibt viele Leute, die machen eine Social Media Agency und du kannst dich nur, ich sag mal, von diesen Leuten abheben, wenn du gute Ergebnisse hast. Weil die ganzen Marktschreier, also 98% von denen, können keine guten Resultate erzielen. Und wenn du dann beispielsweise herkommst und denen irgendwie 12 Bewerbungen reinholst für irgendwelche oder Wunschmitarbeiter reinholst, dann sind das natürlich Ergebnisse, die du absolut nirgendwo anders erzielen kannst oder die anderen Leute, die Marktschreier, wie gesagt, auch nicht erzielen können. Und dementsprechend ist es immer was Langfristiges. Wir können so die Unternehmen auch in unseren eigenen Funnel reinholen. Und jetzt nochmal kurz so zusammengefasst, du holst praktisch mit dem Bewerbungsfunnel beziehungsweise mit diesem Mitarbeiterfunnel Mitarbeiter für die Unternehmen rein. Danach bietest du ihm praktisch die Social Media Dienstleistung an, oder? Genau, weil ich habe, wie du gesagt hast, durch den Mitarbeiterfunnel, durch die Mitarbeiterquise via Social Media kann ich schon gleichzeitig den Social Media Account, also egal ob das Facebook, Instagram oder sonst irgendein Account ist, schon enorme Reichweiten erzielen und ihnen zeigen, den Trust zeigen und ihnen das Vertrauen bringen, dass sie sehen, was hier alles passieren kann in kürzester Zeit. Ja. Und wenn wir hier gute Ergebnisse bringen, wenn wir ihnen Mitarbeiter bringen, dann ist natürlich das Vertrauen groß und sie sehen das Ganze natürlich auch anhand von Zahlen und wie das Ganze dann aufgebaut werden kann. Oder? Genau, mega cool. Und für Social Media Betreuung hast du jetzt auch mittlerweile in den 3 Wochen schon 2 Kunden abgeschlossen, die dir jetzt fix pro Monat einen Betrag zahlen. Das ist natürlich auch mega cool und ja auch irgendwo das Ziel der ganzen Sache. Und jetzt kommt natürlich im nächsten Schritt bei ihm auch das ganze Weiterempfehlungsgeschäft. Also gerade wenn man eben Social Media jetzt bei solchen Unternehmen macht, man mega coole Resultate da hat, schnell Follower aufbaut, eine coole Brand aufbaut im Internet, dann sehen das natürlich so ein bisschen die Konkurrenz und kommen dann ganz von alleine auf dich zu. Die rufen dann beispielsweise beim Kunden an, hey, wer hat hier das Social Media gemacht? Oder schreiben dich an, wer hat das Social Media gemacht? Und dementsprechend wirst du da natürlich viel, viel mehr Kunden bekommen. Aber natürlich nur, wie gesagt, wenn man die besten Ergebnisse erzielt, wenn man die besten Strategien hat, dann wirst du langfristig sowieso niemals ein Kundenproblem haben. Yes. Genau, also es geht wirklich um langfristige Kundenaufbau und es geht um eine gute Kundenzufriedenheit. Wenn der Kunde zufrieden ist, dann kann man wirklich miteinander in der Zukunft viel arbeiten und das ist das Ziel. Genau, das ist auf jeden Fall das Ziel, wirklich langfristige Zusammenarbeit. Das erlebe ich immer wieder, dass viele Unternehmer viel zu kurzfristig denken. Und dementsprechend bauen wir das natürlich von vorne bis hinten alles langfristig, nachhaltig und so weiter auf. Und dementsprechend sind die Resultate deswegen auch. Ihr könnt ja gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt generell so dieses Video fandet, ob ihr den einen oder anderen Tipp auch mit übernehmen konntet, wenn ihr gerade vielleicht auch selber eine Werbeagentur oder eine Social Media Agentur habt, ob ihr generell schon mal Mitarbeiterquise ausprobiert habt und wenn ja, wie diese gelaufen ist, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten auch gern den Florian nochmal auf Instagram abchecken. Ich werde es auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mehr Content zum Thema Online-Marketing, Unternehmertum, Lifestyle und so weiter haben wollt, abonniert den Channel. Und dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt noch ein paar andere Videos auf für den Mitgliederbereich.
Und in diesem Sinne, Leute, haut rein. Wir sehen uns. Bis dann. Dankeschön. Ciao.